Ja, schönen guten Morgen oder vielmehr schönen guten Mittag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Plenum chirurgischer Rauch hier auf dem BGW-Forum 2023. Mein Name ist Johannes Gerding, ich leite den Bereich Gefahrstoff und Toxikologie bei der BGW und habe das Vergnügen, Sie heute durch die Veranstaltung zu führen. Zu den Inhalten kann und werde ich gar nicht so viel sagen. Das werden die Kolleginnen, Referenten und Referenten gleich selbst tun. Vielleicht nur zum Thema und zur Einführung ein paar Worte. Die chirurgischen Rauche begleiten den praktischen Arbeitsschutz im Gesundheitswesen in den Kliniken ja schon einige Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte. Und während die Arbeitsmedizin und die Arbeitstoxikologie sich noch trefflich über Bewertungsmaßstäbe streitet, ist man sich, denke ich, sehr einig, dass es Schutzmaßnahmen braucht in der Regelanwendung, um die Exposition gegenüber den gefährlichen Stoffen in diesen komplexen Gemischen in der Praxis zu reduzieren. Ich denke, Sie werden alle wissen, dass es hier durchaus auch um Gefahrstoffe mit krebserzeugenden, mutagenen oder reproduktionstoxischen Eigenschaften gehen kann. So komplex das Gemisch, so komplex ist die ganze Fragestellung und umso glücklicher bin ich, dass wir hinter mir an den Tischen vier ausgewiesene Experten auf dem Gebiet der Lüftungstechnik haben, die uns in den nächsten Minuten einen guten Überblick über den Stand der Technik geben können, was Lösungsansätze sind, die Rauchexposition, chirurgische Rauchexposition in Operationssälen effektiv zu reduzieren. Das soll es letztendlich zum Thema gewesen sein. Ich würde gerne noch ein paar organisatorische Anmerkungen machen, beziehungsweise Sie einladen, direkt nach den Vorträgen Fragen zu stellen hier vor Ort. Und die von Ihnen, die aus dem Heimbüro oder dem betrieblichen Arbeitsplatz zugeschaltet sind, Sie können sich natürlich über die Chatfunktion hier auch reinmelden und werden dann entsprechend auch Ihre Fragen unterbringen können, sodass ich mich freue, dass es hier auch nach den Vorträgen zu einer interessanten Diskussion kommt. Und damit möchte ich auch schon übergeben an die erste Referentin, Frau Dr. Herzog-Nisseri. Ja, herzlichen Dank für die einführenden Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, dass wir sprechen können über das Thema chirurgischer Rauch und Belüftungsarten. Sie haben gerade schon gehört, mein Name ist Jennifer Herzog-Nisseri. Ich bin Fachärztin für Anästhesiologie. Seit 4 Jahren in oberärztlicher Tätigkeit am Katholischen Klinikum in Bochum. Und ich leite dort die anästhesiologische Allgemein- und Viszeralchirurgie. Das heißt, mein Haupteinsatzort ist die Patientenversorgung und zwar bei uns in unserem Zentral-OP. Und deswegen möchte ich Sie heute einmal mitnehmen in die Welt eines OP-Mitarbeiters. Ich weiß, dass wir ein ganz heterogenes Publikum haben, aber ich möchte Ihnen einmal zeigen, gegenüber welchen Noxen wir potenziell exponiert sind in unserem klinischen Arbeitsalltag. Ich möchte Ihnen zeigen, warum es sich lohnt, sich Gedanken darüber zu machen, wie wir diese Noxen reduzieren können. Ich möchte kurz sprechen über die Belüftungsarten, die wir haben im Zentral-OP. Und ich stelle Ihnen dann abschließend die Ergebnisse unserer Multicenter-Studie vor, bei denen wir uns mit dem Zusammenhang beschäftigt haben zwischen Partikelexposition des Operateurs und der Raumlufttechnik. Sehen Sie es mir nach, als Anästhesist denke ich bei Noxen halt immer erst an Narkosegase. Narkosegase sind ganz tolle Substanzen, die sehr vielseitig einsetzbar sind. Die meisten von Ihnen werden die kennen im Zusammenhang mit Sedierung auf der Intensivstation oder vielleicht bei der Narkoseaufrechterhaltung im Rahmen von Allgemeinanästhesien. Aber Narkosegase können noch viel, viel mehr, weil es wird ja immer gesagt, ach, die brauchen wir nicht, kann man auch gegen IV-Anästhetika austauschen. Das stimmt so nicht. Es gibt Facetten, die nur Narkosegase erfüllen. Zum Beispiel, Sie haben ein Kind, bei dem Sie Narkose machen müssen. Und das Kind hat keinen intravenösen Zugang. Da können Sie das Kind mit Sevoflurane einleiten. Oder stellen Sie sich vor, hochdramatisch, Sie haben einen Patienten, der hat einen blutenden Tumor im HNO-Bereich. Und Sie haben Angst, dass wenn Sie den einleiten mit einer IV-Sedierung, dass der aufhört zu atmen. Und Sie können den Atemweg nicht sichern und der stirbt Ihnen. Dann können Sie Gas nehmen, weil das Gas supprimiert den Atemantrieb nicht. Oder vielleicht kennt das auch der ein oder andere auch aus eigener Erfahrung.
Sie kriegen gerade ein Kind. Aber aus irgendwelchen Gründen kann der Anästhesist kein Regionalverfahren stechen. Dann können Sie Lachgas bekommen für die Geburtserleichterung. Das sind alles so Möglichkeiten, wo Narkosegase zum Einsatz kommen, die für uns im klinischen Alltag ganz relevant sind. Jetzt ist das allerdings so, dass auch fachintern der Einsatz von Narkosegasen heiß diskutiert wird, auch über viele Jahrzehnte. Das haben Sie bestimmt auch schon mal mitbekommen. Auch wir, also unsere Arbeitsgruppe hier, hat sich über 10 Jahre befasst mit dem Nachweis von Narkosegas in der Raumluft und Expositionsmessungen. Ich kann Ihnen sagen, dass zumindest für die modernen volantilen Anästhetika, also für Iso, Sevo und Desfluran, die Konzentrationen, die wir ermittelt haben, in den allermeisten Fällen tatsächlich unproblematisch waren. Anders sieht das aus bei älteren Substanzen, also zum Beispiel bei Lachgas, weil da wissen wir, dass das ab gewissen Konzentrationen, also über 1000 ppm, Exposition über einen längeren Zeitraum, zu einer Knochenmarksdepression führen kann und zu Veränderungen der Blutzellbildung. Wo haben Sie das? Na, das haben Sie schon, wenn Sie mit Schwangeren arbeiten, als Hebamme zum Beispiel. Denn die Kreissäle, in denen diese Frauen liegen, haben in der Regel nicht so eine schöne Lüftungstechnik wie unser Zentral-OP. Ja, also auch bei uns nicht, da machen wir halt die Fenster auf. Das ist dann sicherlich anders zu werten. Es gibt natürlich noch andere potenziell schädliche Substanzen, die wir haben. Im OP, das wissen Sie sicherlich auch, das sind die Viren. Da gibt es viele Studien, die das nachgewiesen haben für unterschiedlichste Stämme, für HIV, für Hepatitis, für HPV. HPV ist das, was Sie da unten sehen. Auf dem linken kleinen Foto, das sind perianale Kondylome, also Standardeingriff in der Dermatochirurgie. Der Operateur nimmt einen Elektrokauter und senzt die ab. Dabei werden Viruspartikel oder ganze Viren freigesetzt. Wenn es schlecht läuft, inhaliert das OP-Personal. Und wenn Sie Pech haben, entsteht daraus das, was Sie auf dem rechten Bild sehen. Das ist eine Larynxpapillomatose. Ist ja auch als Berufskrankheit anerkannt. Deswegen gehe ich davon aus, dass Ihnen das auch ein Begriff ist. Wir haben natürlich auch Bakterien. Da haben wir den Infektionsweg in der Regel andersrum. Das heißt, vom OP-Personal in den Situs des Patienten kann zu Wundinfektionen führen, oberflächlich und tief. Wir haben patientenimmanente Zellen, die übertragen werden. Stellen Sie sich vor, der Operateur kautert das Gewebe. Durch die lokale Hitzeentwicklung platzen die Zellen, also zum Beispiel Blutzellen, die Fragmente inhaliert das Personal möglicherweise. Es gibt auch Studien, die zeigen konnten, dass ganze Tumorzellen, vitale Tumorzellen, neben dem Patienten nachweisbar sind. Also es gibt eine schöne Studie an Melanompatienten. Da hat man während der Melanomexzision nachweisen können, dass man vitale Tumorzellen neben dem Patienten findet. Auch gegenüber diese sind sie exponiert als OP-Personal. Und abschließend, nicht vollständig, aber für diesen Kreis hier abschließend, haben wir natürlich unseren chirurgischen Rauch. Ein bisschen unser Sorgenkind und deswegen möchte ich mich hiermit ein bisschen genauer befassen. Chirurgischer Rauch entsteht, wenn der Operateur im Rahmen einer Operation ein elektrochirurgisches Gerät einsetzt. Da gibt es ganz unterschiedliche von, zum Beispiel monopolaren Strom, kennen Sie vielleicht zum Schneiden, so klassischerweise der Hautschnitt wird mit monopolarem Strom gerne gemacht. Bipolare Pinzetten zur Präparation, möglichst blutarm, Ligaschuhe, also wie gesagt, es gibt ganz viele Devices, immer entsteht aber Surgical Smoke. Und dieser Surgical Smoke ist, wie Sie schon gehört haben gerade und wie Sie sicherlich auch wissen, ein Vielstoffgemisch. Das heißt, wir haben nicht nur Gase und diese biologischen Fragmente, über die wir ja gerade schon gesprochen haben, sondern wir haben vor allem auch Partikel. Und wir wissen, dass diese Exposition gegenüber Surgical Smoke ein relevantes Gesundheitsrisiko darstellt. Für uns, wo wir jeden Tag im OP damit arbeiten oder dagegen exponiert sind. Ich möchte ein bisschen Ihr Augenmerk richten auf einen Teilbereich der Partikel, nämlich auf die sogenannten ultrafeinen Partikel. Diese Partikel sind per Definition besonders klein, also kleiner als 100 Nanometer. Und das macht sie auch aus medizinischer Perspektive ganz bedeutsam. Denn etwa 50% der Partikel,
die im chirurgischen Rauch enthalten sind, sind sehr, sehr klein. Und die Hälfte dieser Partikel schafft es, bis in die Alveolen vorzudringen. Das sind die Lungenbläschen, das ist die Endaufzweigung unserer Atemwege. Und das ist ein klinisches Problem. Und zwar deshalb, weil wir dort keine mukoziliäre Clearance haben. Jetzt sagen Sie, was ist das? Was bedeutet das? Ich möchte Ihnen das einmal erklären. Unsere Atemwege sind ausgekleidet mit einem Epithel. Und dieses Epithel enthält spezialisierte Zellen. Hier so plastisch grün dargestellt, diese Becherzellen, die sezernieren ein Sekret. Dieses Sekret hat die Aufgabe, Fremdkörper, die in den Atemwegen sind, zu binden. Und auf dem Epithel sehen Sie diese kleinen Härchen. Das sind Zilien. Die bewegen sich koordiniert so, dass der Schleim Richtung Rachen transportiert wird. Da schlucken Sie dann entweder runter oder Sie spucken es aus oder wie auch immer. Aber es geht auf jeden Fall Richtung Mund, also weg aus Ihren tiefen Atemwegen. Das ist das Prinzip. Diesen Mechanismus, der sehr effektiv ist, den haben wir aber nicht in den Alveolen. Das macht ja auch Sinn, sonst würden wir ja ständig verschleimen. Aber es ist ein Problem für all die Fremdkörper, die so tief kommen. Jetzt ist unser Körper ja schlau und wir sind nicht schutzlos ausgeliefert. Da gibt es nämlich einen anderen Eliminationsmechanismus. Und zwar diese Tierchen, die Sie da sehen, das ist ein Alveolarmakrophage. Das ist eine Zelle, die haben wir alle, die gehört nämlich zu dem angeborenen Immunsystem. Und die macht was Tolles, die kann nämlich Fremdkörper einfach aufnehmen und zersetzen. Phagozytieren nennen wir das. Und während er das macht, aktiviert er andere Botenstoffe und dadurch Zellkaskaden. Und dann kommen noch andere Zellgruppen, wie zum Beispiel die neutrophilen Granulozyten zur Hilfe, um diese Fremdkörper zu eliminieren. An sich ein tolles Prinzip. Wenn er das einmal phagozytiert hat, das Tierchen, den Fremdkörper, dann migriert es damit in die Lymphknoten und wird über diesen Weg dann eliminiert. Das Problem ist, das dauert locker mal 1,5 Jahre, damit Sie mal so ein Zeitverständnis kriegen. Mit diesen ultrafeinen Partikeln, die also im chirurgischen Rauch enthalten sind, haben wir also folgende klinische Probleme. Wissen Sie, ich spreche aus einer klinischen Perspektive. Ja? Also zunächst einmal ist der Anteil groß. Ja, also der Anteil der ultrafeinen Partikel ist hoch. Die kleinen Partikel werden zum Teil natürlich vorher in den oberen Atemwegen abgefangen, aber nicht alle. Ein relevanter Teil gelangt bis in die Alveolen, wo wir unsere Alveolarmakrophagen haben. Das Doofe an diesen Partikeln ist aber, dass die so klein sind, dass sie die gar nicht aktivieren. Das heißt, wir haben keine Entzündungsreaktion, wir haben keine Kaskaden, wir haben keine neutrophilen Granulozyten. Stattdessen machen die Partikel nämlich was ganz Gemeines. Die durchdringen die Mitochondrien. Wissen Sie, das sind diese Zellorganellen, die zuständig sind für die Energiegewinnung. Und durchdringen die Zellmembran, heften sich da dran. Und wenn da nur genug dran sind, dann gehen nämlich diese Mitochondrien kaputt. Und es gibt eine ganze Reihe von Krankheiten, die direkt oder indirekt mit diesem Untergang an Mitochondrien assoziiert sind. Praktisch, das ist ja schon mal angesprochen worden, haben wir zudem noch das Problem, dass wir keinen Expositionsgrenzwert definieren können. Was es für den Arbeitsschutz dann auch besonders schwierig macht. Damit Sie einmal ein Gefühl kriegen für die Größenvorstellungen, von denen wir hier sprechen, habe ich Ihnen diese Folie zusammengestellt. Sie zeigt einen Vergleich zwischen Bakterien und Partikeln. Selbst wenn Sie einen ganz, ganz konservativen Ansatz wählen, dann finden Sie in einem Kubikmeter Luft 500 bis, sagen wir mal, maximalst 1000 koloniebildende Einheiten, also Bakterien. Okay? In dem gleichen Raumvolumen finden Sie aber 2 × 10^11 Partikel. Verstehen Sie, wir reden von völlig anderen Dimensionen. Und deswegen sagt die THGS auch völlig zu Recht, dass in OPs oder allgemein in Räumen, in denen Surgical Smoke entstehen kann, moderne raumlufttechnische Anlagen verwendet werden sollten. Jetzt ist das glücklicherweise mit dieser Belüftungstechnik nicht so kompliziert,
Denn aus physikalischer Perspektive gibt es tatsächlich ja auch nur zwei Strömungsformen, nämlich entweder diese turbulenzarme Verdrängungsströmung, im Folgenden kurz TAV-Systeme genannt, und die turbulente Verdünnungsströmung, TVS-Systeme. Okay? Auf dem Bild hier, was so aussieht wie Spaghettis, die nebeneinander liegen, das ist ein TAV-System. Da strömt die Zuluft vertikal, also sagen wir mal, Sie haben 10.500 Kubikmeter pro Stunde, strömt vertikal aus einem Deckenauslass, der in der Regel 10 Quadratmeter groß ist, Richtung Patient und bildet so einen Schutzraum. In diesem Schutzraum befindet sich nicht nur der Patient, sondern auch das ganze steril gekleidete OP-Personal und die Instrumententische. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie eine Strömungsgeschwindigkeit von 0,25 Metern pro Sekunde haben und zwischen Boden und Decke 3 Meter liegen, dann schaffen Sie es mit so einem System innerhalb von 10 Sekunden, sämtliche Kontamination aus Ihrem Schutzbereich zu eliminieren. Und zwar ohne, dass Sie befürchten müssen, dass es sich von außen nach innen kontaminiert. Ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung von diesen TAV-Systemen ist der Turbulenzgrad. Ja. TAV-Systeme sollten einen Turbulenzgrad haben von mindestens 80, idealerweise 95 bis 100%. Das heißt, dass die Strömung möglichst uniform oder laminar ist. Okay? Im Gegensatz dazu sehen Sie auf dem Bild hier ein TVS-System. Da gibt es nicht so einen großen Deckenauslass, wo das so schön gleichmäßig von oben nach unten strömt, sondern in der Regel 2 Rohre in der Decke, aus denen dann die Zuluft diagonal Richtung Patient strömt und auf dem Weg dahin ganz viele Turbulenzen bildet mit der kontaminierten Luft. Es wird also verdünnt, Sie haben einen Verdünnungseffekt. Weil das ein ganz anderes Prinzip ist, sind aber die Beurteilungskriterien für diese TVS-Systeme auch andere. Nämlich einmal hier die Luftwechselrate pro Stunde und die sogenannte Erholzeit. Die Erholzeit ist definiert als die Zeit, die dieses System braucht, um die Partikelreduktion um 2 Logstufen zu reduzieren. Das ist so ein bisschen theoretisch. Ich sage Ihnen gleich nochmal, wie das praktisch relevant ist. Hier einmal nochmal der Vergleich. TAV-System auf der linken Seite, Turbulenzgrad möglichst über 80% und auf der rechten Seite die TVS-Systeme, wo es einfach viel turbulenter ist. Wir haben uns nämlich gefragt, welchen Zusammenhang es gibt zwischen diesen beiden Belüftungsarten auf der einen Seite und der Partikelbelastung des Operateurs auf der anderen Seite. Und dafür haben wir im Jahr 2021 eine Multicenter-Studie initiiert, die 2022 abgeschlossen und publiziert. Die Ergebnisse daraus stelle ich Ihnen einmal kurz vor. Also zunächst haben wir in diese Studie 6 deutsche Krankenhäuser eingeschlossen. Gemessen wurde in 15 verschiedenen Operationssälen. 10 dieser OP-Säle hatten ein TAV-System und 5 hatten ein TVS-System. Fragestellung war Partikelkonzentration, also 0,3 µ-Partikel im Atembereich des operierenden Chirurgen. Das heißt, in einem Abstand von 25 cm um Mund und Nase, so haben wir das definiert. Also praktisch relevant. Damit das auch methodisch korrekt ist, haben wir natürlich vorher präoperativ immer bestimmt den Turbulenzgrad in OP-Räumen mit TAV-System beziehungsweise die Erholzeit in OP-Räumen mit TVS-System. Und wir haben dann, damit wir diese unterschiedlichen Systeme auch methodisch vergleichen können, uns überlegt, dass wir jeweils die 5. Perzentile berechnen, das ausgegeben als Baseline-Wert, dass wir uns den Mittelwert anschauen und die Maximalkonzentration. Weil aber die Maximalkonzentration nicht so aussagekräftig ist, haben wir als etwas robusteren Parameter noch die 95. Perzentile definiert. Was haben wir gesehen? Also insgesamt erstmal haben wir 179 Operationen begleitet. Und das war jetzt nur wirklich quer durch alle Fachabteilungen. Aber der mediane Kautereinsatz lag bei einer OP-Dauer von 70 Minuten
bei 25%. Nur mal so für die Vorstellung. Also unsere Viszeralchirurgen kautern 70%, so als Beispiel, mindestens. Auch das, was Sie hier sehen, ist einmal nur, damit Sie ein Verständnis bekommen für die Größenordnung, von denen wir sprechen. Grün, auch in allen folgenden Folien dargestellt, die fünfte Perzentile. Blau ist der Mittelwert, rot die 95. Perzentile und schwarz ist die Maximalkonzentration. Fürs Gefühl, die Maximalkonzentration unabhängig von dem Belüftungssystem, was in dem OP installiert war, lag so bei 2 mal 10 hoch 8. Der Mittelwert ungefähr bei 1,7 mal 10 hoch 6. Nur damit Sie mal eine Zahl hören dazu. Wenn man das weiter aufsplittet, weil das war ja die Fragestellung, in THV-Systeme, in TVS-Systeme, dann sehen Sie schon, also das Relevante habe ich rot eingekringelt, sowohl die fünfte als auch die 95. Perzentile als auch der Mittelwert liegen in der Partikelkonzentration um den Faktor ungefähr zwischen 2 und 5 niedriger zugunsten der THV-Systeme. Auch die Maximalkonzentration hier in schwarz ist niedriger bei THV-Systemen, das war allerdings statistisch nicht signifikant. Wir haben uns dann ganz viel Mühe gegeben und das noch weiter aufgeschlüsselt. Wenn Sie schauen, die beiden Spalten auf der linken Seite, das sind beides THV-Systeme, die haben wir nochmal differenziert in solche Systeme, bei denen der Turbulenzgrad zwischen 95% und 100% lag, also die wirklich eine sehr laminare Strömung hatten. Und solche Systeme, die den Namen eigentlich gar nicht mehr verdient haben, weil sie im Turbulenzgrad bei unter 80% lagen. Und auch da sehen Sie, dass Sie selbst innerhalb der Gruppe der THV-Systeme signifikante Unterschiede haben. Das gilt nicht nur für die beiden Werte, die ich da eingetragen habe. Das andere habe ich aus Übersichtlichkeitsgründen weggelassen, sondern Sie sehen eine signifikante Partikelreduktion bei den guten THV-Systemen verglichen mit den schlechten. Wenn Sie jetzt einmal auf die rechte Seite gucken, da haben wir die TVS-Systeme aufgeteilt, nämlich in solche, die eine besonders kurze Erholzeit hatten und die verglichen mit diesen Systemen, die eine lange Erholzeit hatten. Und wir haben nichts gesehen, keinen signifikanten Unterschied. Das war völlig wurscht. Und warum das so ist, das sehen Sie auf dieser Folie. Die roten Kreuzchen, das ist der Einsatz von monopolarem Strom. Die gelben Kreuzchen, das ist der Einsatz von der bipolaren Pinzette. Das ist ein pankreaschirurgischer Eingriff bei uns in der Viszeralchirurgie. Und Sie sehen diese blaue Linie oben, das ist die Partikelkonzentration über die Zeit. Und Sie sehen, dass diese Linie so ziemlich gerade ist. Ja, da sind so ein paar Wackler drin, aber eigentlich ist die ziemlich gerade. Und warum ist das so? Das ist so, weil die Erholzeit in diesen OP-Sälen so lang ist, dass der Operateur schon 27 Mal wieder neu gekautert hat, bis einmal die Partikelreduktion, also die Partikelkonzentration gefallen ist. Im Vergleich dazu ein THV-System, gleiche OP-Art, also auch ein Pankreaseingriff. Da gibt es sogar noch lila Kreuzchen da unten. Das war ein Ligaschur, also noch ein drittes elektrochirurgisches Device. Und Sie sehen, dass der Verlauf der Partikelkonzentration da ganz anders aussieht. Da haben wir so einen Zickzack nach oben und nach unten. Und warum ist das so? Naja, weil in den Zeitintervallen, in denen denn mal nicht gekautert wurde, das THV-System trotzdem so stark ist, dass es das schafft, wenigstens kurzfristig die Partikelkonzentration zu reduzieren. Gut, damit bin ich schon am Ende. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Frau Herzog-Mischery. Sie können auch gerne stehen bleiben, neben mir, selbstverständlich. danke für den spannenden Vortrag. Ich denke, es gibt sicherlich die eine oder andere Frage, eventuell hier schon im Raum. Ich schaue mal gerade durch. Ja, so später. Ansonsten sammeln Sie sich nochmal. Wir kommen bestimmt nochmal zum Diskutieren. Dann machen wir das. Wir fragen auch nochmal bei Frau Kunert nach. Gibt es Fragen aus dem Chat schon? Momentan nicht. Müssen sich alle noch eingrooven auf das Thema. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Herzlichen Dank nochmal, Frau Herzog-Mischery. Und ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Seib mit dem nächsten Vortrag. Bitte. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Martin Seib. Ich bin seit 2004 Professor an der Technischen Hochschule in Gießen, habe vorher in der Unfallchirurgie in Marburg promoviert und bin Ingenieur für Umwelt- und Hygienetechnik.
und beschäftige mich seit 2004 intensiv mit OP-Räumen. Und Frau Nistri hat schon gesagt, wir haben uns lange mit Narkosegasen beschäftigt und seit 2008/09 beschäftigen wir uns jetzt intensiv auch mit dem chirurgischen Rauch. Ich habe jetzt, nachdem Frau Nistri schon mal gezeigt hat, dass es grundsätzlich zwei Belüftungssysteme in Krankenhäusern, OPs gibt, nämlich einmal turbulente und turbulenzarme, die einen signifikanten Unterschied machen, werde ich versuchen, Ihnen zu vermitteln, dass das leider noch nicht reicht. Ja? Dass die Konzentration der Partikel immer noch so hoch ist, dass wir andere Lösungswege noch brauchen, um die enorme Belastung zu reduzieren. Das kann ich relativ schnell kürzen. Wurde schon darauf hingewiesen, 1991 haben die Norweger, ich versuche das in so einer historischen Zeitachse Ihnen nahezubringen, darauf hingewiesen, dass es Papillomatosen gab. Was ist das? Wenn Sie eine Marze haben, dann wissen Sie, wie schwierig die loszuwerden ist. Ja? Manche Leute haben das perianal, das wird dann mit so einem Elektrokauter oder Laser abgetragen. Und diese Schwester, die dort als erste über das Analogon der Berufsgenossenschaft bekannt wurde, die hat es in der ganzen Trachea gehabt, weil sie diese lebenden Viren inhaliert hat. Ja? Und die ganze Trachea war dann voll von diesen Viren, Warzen, ja, sehr unschön. Das Bild von uns sieht man, wenn Sie jetzt so eine HF-Chirurgie oder einen Laser aufbringen, sind Sie bei Temperaturen von ungefähr zwischen 80, 90 bis zu 140 und beim Laser bis zu 200 Grad. Und dann wissen Sie, dieser Backofen wird die ganze Luft, die dort ist, natürlich enorm nach oben bringen, Richtung Inhalationsbereich der Operateure und des Operationsteams. Ich habe das nochmal versucht, mit ein paar Bildchen darzustellen. Also es ist nicht nur die HF-Chirurgie und der Laser, der diesen Rauch produziert, sondern es gibt auch Ultraschalllaser. Aber die kleinsten Partikel, und das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt, entstehen halt bei der HF-Chirurgie, Hochfrequenzchirurgie. Ja, ganz spannend. Zeng hat 2014 einen ganz wesentlichen Beitrag zum Verständnis des Risikos gebracht. Chirurgischer Rauch. Rauch ist ja schon immer so eine Mischung zwischen Gas und Partikeln. Zeng hat sich angeschaut, wie ist denn die Risikoverteilung jetzt der krebserregenden Schadstoffe in diesem Rauch? Und da ist ja immer die Frage, ist es eher was ich abfiltern kann? Ist es ein Partikel oder sind es eher Gase? Und dann habe ich natürlich, dass die Problematik, dass die durch jede Mundschutz- und FFP-Maske durchgeht, muss man ganz klar sagen. Ja. Und das Ergebnis war eigentlich spannend, eigentlich schön, aber trotzdem furchtbar, weil er hat nämlich gezeigt, dass die tumorrelevanten, also die krebsrelevanten am Beispiel von PAH-Strukturen ungefähr 100-mal häufiger in den Partikeln zu finden sind im Verhältnis zu den Gasen. Ja. Das ist für das weitere Schutzmanagement ein ganz wesentlicher Punkt, weil dadurch Feinstaub, Partikel, Masken, überhaupt Filtration überhaupt eine Sinnhaftigkeit ergeben. Ja, also das war schon mal die wesentliche Erkenntnis. Leider ist es methodisch nur einmal geprüft worden. Die Wissenschaft lebt ja davon, wenn 2, 3 andere Forschergruppen das auch noch bestätigt haben. Methodisch war die Arbeit richtig gut gemacht. Aber wie gesagt, es gibt es nur einmal und da warten wir eigentlich drauf. Vielleicht machen wir es auch selber. Ja. 2016 hat Radke in Norwegen Partikeluntersuchungen durchgeführt und hat das erste Mal so eine Obergrenze gefunden. Wie viele Partikel sind es denn? Und das sind jetzt so ungefähr 100 Milliarden. Frau Nistri hat vorhin schon erzählt, Bakterien haben sie maximal 1000, eher 100 im OP-Raum. Ja? Und über das, was Herr Radke da 2016 publiziert hat, das waren 100 Milliarden. Also eine ganz andere Dimension, auch ohne logarithmisches Denken kaum nachvollziehbar. Man muss dazu sagen, dass dieses Messgerät, was er verwendet hat, auch gar nicht mehr wie 10 hoch 11 messen konnte. Ja, das ist nochmal ein ganz wesentlicher Punkt für das Weitere. Ja, genau. Danach hat aus Italien, also es gibt weltweit eine riesige Community, die sich mit diesem Problem beschäftigt, hat Romano
sich damit auseinandergesetzt. Wie ist denn, und das ging eigentlich auch so in die Richtung unserer Ergebnisse damals, wie ist denn die Verteilung, bei welchem Lüftungssystem hat man die beste Schutzfunktion? Da kam auch ganz klar raus, was wir auch in unserer Multicenter-Studie hatten, dass die THV-Belüftung eine wesentlich, also die höchste Wirksamkeit hatte. Und es gibt verrückterweise auch Belüftungssysteme, die nicht sterile Luft von oben auf den OP geben, sondern die warme Luft von unten an den Operateuren nach oben steigen lassen, sogenannte Upward Displacement Ventilation. Ja, da muss man wirklich viel Wodka Gorbatschow getrunken haben, um auf sowas zu kommen, sage ich mal. Und das wurde hier auch deutlich, dass die Belastung unter diesen Bedingungen wesentlich schlechter war. 20-fach höhere Exposition der Operateure unter diesem System. Das war eigentlich so ein ganz wesentlicher Punkt von Romano. Ja, wenn man sich jetzt anschaut, bei uns in Deutschland gab es ja 2011 Empfehlungen von Herrn Eickmann und Kollegen, auch vom BGW. Die sind dann bis 2015 gemündet in diese TGRS 525. Die hat als allerwesentlichen und ersten Punkt zwei Varianten. Und das wird meistens überlesen. Der Verwendung von Handstücken mit integrierter Absaugung ist das eine. Oder durch Nutzung einer getrennten Lokalabsaugung. Das ist eigentlich der wesentliche Punkt unserer weiteren Untersuchungen gewesen. Dann wird noch gefordert in der TGS 525, dass man moderne raumlufttechnische Anlagen haben sollte. Das ist das Schlimmste, was ich je gelesen habe, weil modern bedeutet eigentlich gar nichts. Das muss nicht unbedingt wirksam sein, es muss nur modern sein. Und wir hoffen mit Unterstützung von Herrn Dr. Gerding, dass diese Grausamkeit irgendwann bei der BGW, mit Hilfe der BGW irgendwann beendet wird. Ja. Weil interessant wäre ja, dass man die wirksamsten Lüftungssysteme hätte und nicht die modernsten. Ja, dann sollen die Beschäftigten darüber informiert werden, will ich jetzt nichts zu sagen. Und dann gibt es nachher noch so eine Rückfallfunktion. Wenn dennoch hohe Konzentrationen sind, soll man zusätzlich die Lüftung verbessern oder FFP2-Masken verwenden. Und das, denke ich, ist eigentlich mittlerweile, die TRGS ist akzeptiert, bis auf diese modernen Lüftungsanlagen, denke ich, sehr wichtig. Ja, unsere Fragestellung war, wie ist das Verhältnis Handstücken mit integrierter Absaugung? Was bringen die denn überhaupt? Und wir hatten dazu 2018 publiziert, 5 mobile in Deutschland oder weltweit auch übliche Absaugsysteme uns angeschaut. Und ohne dass wir jetzt gesagt haben, welches das Beste ist oder so, alle Systeme haben eine wesentliche Grundgesamtheit. Die saugen 15 bis 50 Liter pro Minute ab. Das will ich schon einfach mal so in den Raum setzen. Und sie sind sehr laut, weil um diese 15 bis 50 Liter abzusaugen, müssen sie durch einen Filter bringen, brauchen ganz starken Ventilator, weil die Luft wird wieder in den OP gegeben. Akustisch sehr beeindruckend, ja, um es vorsichtig zu sagen. Was haben wir gemacht? Wir haben uns angeschaut, unten liegt jetzt das Schweineschnitzel, Rewe, das wir, und Sie sehen oben, die Absaugung ist überhalb von diesem kleinen, von dieser kleinen Metallkugel wird die Luft angesaugt. Und wir haben uns das einmal angeschaut, ohne dass die Absaugung in Betrieb war. Dann werden natürlich die ganzen Partikel, die freigesetzt werden, in den Raum abgegeben. Die wurden dann gemessen. Anschließend haben wir die Ansaugung dazugegeben und einfach die Unterschiede dargestellt. Das war jetzt von oben unser Forschungs-OP, indem wir das an der Position, die rot dargestellt ist, wurden diese Schnitte durchgeführt. Dann wandert die ganze Luft zu einer Absaugung und diese Absaugung, ich kann das hier mal zeigen, also hier wurde das Schnitzel mit HF-Chirurgie bearbeitet und anschließend wanderte das rüber, da waren Absaugpositionen, das wurde alles zu einem Partikel-Counter gebracht und dann haben wir uns angeschaut, wie ist die Reduktion. Und haben dann gesehen, bei verschiedenen THV-Zuluftbedingungen, 7.500 bis 10.000 Kubikmeter kam raus, die höchste Wirksamkeit bei 9.000 Kubikmeter gefunden, lag zwischen 64% und 99%. Verbreitet wurde von dieser Publikation meistens, dass es 99% waren. Aber ehrlicherweise muss man natürlich auch sagen, wenn es schlecht ist, sind es nur 64. Ja? Und 64 ist ein bisschen die Hälfte, das ist nicht sehr viel. Der Schallpegel, den Sie, um die 99% zu erreichen, imitieren, liegt ungefähr bei 70 dB.
Das ist so belastend, das kann gar keiner ertragen. Deshalb viele OPs sind mit diesen Systemen ausgestattet. Aber der Schallpegel wird runtergefahren und damit sinkt die Leistung ganz erheblich. Unabhängig von uns hatte dann ein Jahr später Leo, die hatten sich angeschaut, wie ist die Belastung in 51 OPs und haben festgestellt, liegt so ungefähr bei 44. Unser war ein Labormodell, wo man die besten und niedrigsten Möglichkeiten, und Leo hat sich das in der Realität angeguckt und lag eben, wie gesagt, bei 44%. Und wenn sie mit höherem Volumenstrom seitlich von Hand was abgesaugt waren, waren sie bei 60%. Dann Tokada haben 2020 sich das Ganze angeschaut, nicht für Partikel, sondern für Formaldehyd und andere Parameter auf der Gasseite. Und spannenderweise, die kommen zu dem gleichen Ergebnis, zwischen 40% und 50% ist die Wirksamkeit in der Realität, in der Praxis. Das heißt, die Belastung durch den Schall ist in den meisten Kliniken so, dass die Leistung runtergedreht wird und man deshalb nur ungefähr gut die Hälfte der Belastung eliminiert. Ja, jetzt muss man sich vorstellen, warum das so ist, hatte ich eben schon angesprochen. Das Volumen, der Absaugvolumen mit 15 bis 50 Liter ist ausgesprochen gering. Muss man deshalb tun, weil die alle durch einen ULPA, nicht mal HEPA, sondern ULPA-Filter durch müssen, wo alles zurückgehalten werden muss. Und da muss ein Motor, ein Ventilator mit hoher Kraft wirken. Außerdem haben wir die Situation, jeder von Ihnen kennt Kindergeburtstag, ja, blast deine Kerzen aus, macht jeder so. Aber Sie haben noch nie einen Kindergeburtstag erlebt, wo die Kinder aufgefordert wurden, die Flamme auszusaugen. Ja, da brauche ich viel mehr Volumen, und das ist eigentlich auch der Kernpunkt. Wir saugen hier, und die Effizienz bei 15 bis 50 Liter ist einfach so, dass höchstens mal die Hälfte der Belastung eliminiert wird. Wenn wir uns jetzt so eine Risikoschätzung anschauen, dann haben wir nach Radke et al. Eine Belastung von 10 hoch 11 aufgrund seines Gerätes und eigener Messung, gehen wir aber davon aus, dass sie Belastungen bis 10 hoch 13 Partikel pro Kubikmeter haben. Eine unvorstellbare Größe. Nur ich habe so ein VW Touran und hinten kommen ungefähr zwischen 10 hoch 14 und 10 hoch 15 aus dem Auspuff raus, damit Sie so eine Vorstellung haben, wo wir da sind. Ja, ja, und der Basispegel, wo wir hin müssen, liegt bei 10 hoch 6. Jetzt logarithmisches Denken heißt, 7 Logarithmstufen muss ich nach unten. Das bedeutet eine Reduktion um 7 mal eine 9, ja, also 99%. Und das, die THV-Systeme tragen da 2 bis 3 Logstufen zu bei. Haben wir gesehen, da gibt es Unterschiede. Mobile Absaugung kann zwischen einer halben Logstufe und maximal 2, schalltechnisch eigentlich gar nicht realisierbar, realisieren. Mundschutz und FFP2-Maske wirken eigentlich so gut wie gar nicht. Insbesondere der Mundschutz hat quasi überhaupt keine Wirksamkeit gegen diese ultrafeinen Partikel. Und die Halbmaske kann auch durch Fixierungsmängel, Tragen von Bärten und so in der Wirksamkeit reduziert werden. Das heißt, wir haben heute ein Defizit von ungefähr 2 bis 4 Lokstufen. Sie brauchen nicht alles mit fotografieren. Schreiben Sie uns nachher an, Sie kriegen die ganze Präsentation. Ja, also 2 bis 4 Lokstufen, das ist das, was wirklich fehlt. Und wie gesagt, wir hatten uns angeguckt, wie sieht die getrennte Lokalabsaugung aus. Versuchsbedingungen, wir haben eine Laparoskopie-Cavum-Modell, wo wir chirurgischen Rauch produzieren mit einem HF-Chirurgiegerät und messen dann die Konzentration und emittieren das unter bestimmten Bedingungen an einem Simulationsmodell. Oben kommt die Luft raus und dann wird seitlich abgesaugt in verschiedenen Abständen, um zu sehen, welche Reduktionen da zu erreichen sind. Da sieht man hier so die ersten Ergebnisse mit einem Volumenstrom von mit einem Abstand von ungefähr 15 und 10 Zentimeter. Das ist das, was realistisch ist, damit der Operateur auch noch was sieht. Und einem Volumenstrom von jetzt 300 Liter pro Minute kriegen Sie Reduktionen hin, die im Bereich von 99, ich habe das unten mal rausgenommen, also die bestimmt 2 bis 4 Lokstufen realisieren. Und die THV unterstützt das. Und bei 15 cm Abstand wesentlichen Punkt liegen Sie ungefähr immer noch bei mindestens 2 Lokstufen, also Faktor 100 Reduktion.
Ja, ab 50 Liter Absaugvolumen brauche ich aber eine zentrale Anlage. Kann nicht mehr mit so einer kleinen Kiste da arbeiten. Das bedeutet natürlich, wenn Sie eine zentrale Anlage haben, dann haben Sie auch überhaupt keine Geräuschbelastung mehr durch dieses System. Und das ist eigentlich das, was auch in einigen skandinavischen Ländern schon gebaut wird, sich aber nicht schnell durchsetzt, leider in den letzten 15 Jahren. Wir haben verschiedene Parameter, dazu will ich jetzt aus Zeitgründen nicht eingehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ob die Oberfläche beim Operateur glatt ist oder ob sie da ein Wollgewebe haben, wie hier mit Frotte, dann ist die Wirksamkeit geringer. Sind aber wesentliche Aspekte, wenn man nachher das Modeling zur Verbesserung durchführen will, ist das ein ganz wesentlicher Punkt nochmal. Zweite Variante, die wir prüfen, sind Absauggurte, die der Operateur bekommt. Hier aus der Klinik von Frau Nisteri sieht man diese junge Dame mit dem violetten Hütchen. Die hat so einen Gurt in waagerechter Form, wo der chirurgische Rauch abgesaugt wird. Und das gibt's auch in vertikaler Funktion als Modell. Das ist gerade ein Forschungsprojekt, das bei uns läuft. Was wir sehen, ist jetzt, wenn man ungefähr eine Größenordnung von 330 Liter an so einen Gurt gibt, kommen Sie noch mal mindestens zu einer Reduktion von 2 Lockstufen. Das heißt, zusammenfassend jetzt, wir haben eine Belastung, die liegt im Bereich von 7 Lockstufen, die entfernt werden müssen. Und für uns nach allem, was realisiert wird, bleiben noch ungefähr bis zu 4 Lockstufen über. Bedeutet für das Fazit, wenn ich diese Belastung habe, kann ich durch mobile Absauggeräte maximal die Hälfte reduzieren, was eigentlich bedeutungslos ist. Wenn ich ein zentrales Absaugsystem habe, ohne Schallbelastung, komme ich mit einer geführten Absaugung auf 2 bis 3 Lockstufen und kann zusätzlich durch eine Absaugung über Schläuche, die vertikal oder horizontal angebracht sind, nochmal 2 Stufen erreichen, sodass ich in der Kombination mindestens über 3 Lockstufen Reduktion bekomme und damit das, was in der TGS 525 als Anforderung gestellt ist, über eine zentrale Absaugung vollständig erfüllbar wäre, ohne dass man jetzt eine massive Lärmbelastung hat. Ja, bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich auf Ihre Fragen. Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Seib, für die Ausführungen, die wirklich sehr spannend waren. Ich würde gerne sofort die Diskussion eröffnen, wenn es Fragen aus dem Plenum gibt. Können wir die gerne, Frau Fokul. Ja, Inga Fokul, Aufsichtsperson der BGW. Ich hätte eine Frage zur, wie ist es mit persönlichen Schutzausrüstung? Ist es auch mal im OP ausgetestet worden? Sprich, filtrierende Halbmasken, die ja sowohl Gase als auch Partikel filtrieren können, die man am Körper trägt, wie es in anderen gewerblichen Bereichen auch der Fall ist. Hat noch niemand ausprobiert. Gehe ich von aus, wird auch keiner machen. Weil wir kennen das aus den 60er, 70er Jahren, gab es so Kapuzensysteme, um die Belastung der Patienten mit Bakterien zu reduzieren. Das hat sich überhaupt nicht durchgesetzt, weil die negative Beeinflussung der Operateure ganz erheblich war. Und jetzt ein steriles System beim Operateur zu implementieren, das sein Gesichtsfeld abkapselt, das hat noch niemand diskutiert und ich glaube, das würde sich auch nicht durchsetzen. Vielleicht doch noch eine Nachfrage, weil es sich beim OP-Personal ja nicht nur allein um den Operateur handelt, sondern um weitaus mehr Personen. Und alles, was wir dann noch an zusätzlichen Absaugungen anbringen, hat Schläuche, die irgendwo hin müssen. Und das wäre eben bei einer rein personenbezogenen Absaugung nicht der Fall. Und wo ich einfach denke, könnte ein Ansatz sein, der bei all den Problemen, die wir mit Lärm und mit der Dauer von Baulichkeiten haben, eben auch eine Zwischenlösung sein könnten. Man muss dazu wissen, der Operateur ist der am meisten Belastetste. Der steht direkt davor und das
Rauchgas, also der Rauch steigt an ihm hoch. Ich hatte vorhin auch gezeigt, es gibt einen Unterschied, ob Sie jetzt eine glatte Fläche haben oder so eine Frotte-Oberfläche. Man sieht richtig, wenn man ein Filmchen darüber dreht, haben wir gemacht, wie der Rauch an diesen Oberflächen Richtung Inhalationsbereich des Operateurs hochsteigt. Alle anderen haben schon einen gigantischen Verdünnungstest. Selbst der Assistent, der auf der anderen Seite steht, ist nicht so betroffen wie der Operateur. Sag ich mal, also der höchstwertigste und verantwortungsvollste in dem Raum kriegt die maximale Belastung ab, die man sich denken kann. Das ist eigentlich so der wesentliche Punkt. Gut, Frage beantwortet. Wunderbar. Gibt es noch Fragen im Saal? Ansonsten haben wir vielleicht gleich noch einen Moment Zeit. Frau Kunert, ich schaue zu Ihnen. Hat der Chat sich gemeldet? Gibt es eine Frage? Tatsächlich eine Frage im Chat. Und zwar wurden die Dinge wie Hygiene und Desinfektion und Gewicht von der manuellen Absaugung auch betrachtet? Ja, das sind normale Medizinprodukte, die müssen steril sein, werden steril auch eingesetzt. Also das geht gar nicht anders. Ja. Man kann die manuell halten, man kann die aber auch fixieren. Also das Ziel ist nicht, dass jemand sozusagen ja als Halter die ganze Zeit steht, sondern wenn Sie eine Bauch-OP haben, dann wird diese Wunde auch aufgezogen mit Metallseilen. Die sind verankert und an diese Metallankerungen kann man drangehen und kann sozusagen die Absaugung da dran setzen. Also es geht nicht darum, dass jemand manuell die ganze Zeit hält. Das ist nur für gewisse Zeiten zwischendrin, wenn das erforderlich ist, wenn irgendwelche Veränderungen stattfinden. Ja. Gut, dann würde ich sagen, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit geben wir zum nächsten Vortrag vielleicht noch einen Kommentar von mir zur TGS 525. Herr Seif, Sie haben es gerade angesprochen. Ich denke, da ist die BGW sicherlich dabei, den Stand der Technik dann auch da anzupassen oder sich dafür einzusetzen, ihn anzupassen, wo es denn nötig ist. Die TGS ist jetzt von 2014 erstellt worden, dann also in den Jahren 2011, 12, 13 und da sind wir natürlich mittlerweile in einem Bereich, wo eine Aktualisierung sich nicht nur an dieser Stelle durchaus anbieten würde, aber auch das dauert nun mal einfach in Deutschland seine Zeit und insofern denke ich, sind wir da auf einem ganz guten Weg. Jetzt höre ich aber auf zu reden und freue mich auf Frau Ziegler, die uns in den nächsten Minuten ihre Erkenntnisse bereitstellen wird. Dankeschön. Genau, mein Name ist Mareike Ziegler. Ich werde die Untersuchungsergebnisse zur Reduktion von chirurgischem Rauch aus unserem Forschungs-OP berichten. Ich habe meinen Bachelor in Maschinenbau absolviert und meinen Master in Umwelthygiene und Sicherheitsingenieurwesen in Gießen. Seit 2 Jahren arbeite ich auch an der TAM in der Forschung zum Thema OP-Lüftungsanlagen. Und seit Anfang des Jahres promoviere ich auch zum Thema chirurgischem Rauch. Der chirurgische Rauch wird seit 2015 von der THGS 525 als gesundheitsschädlich eingestuft. Dabei geht es halt nicht nur um die Kleinigkeiten, sondern wirklich halt um krebserregend, erbgutverändernd und alles, was Sie sich so vorstellen können an Gesundheitsgefährdung, ist halt im chirurgischen Rauch enthalten. Man kann es reduzieren und dazu gibt es eine Möglichkeit, und zwar die Lüftungsanlage. Es gibt halt 2 Arten, wie wir es gerade schon gehört haben. Im Allgemeinen wird die Luftwechselrate herangezogen und bei der Misch- und Verdünnungsströmung kommen wir zu den Erholzeiten. Die liegen bei 20 Minuten. Kurze Erklärung nochmal dazu. 20 Minuten bedeutet halt, dass das System der Misch- und Verdünnungsströmung um den Faktor 100 oder um das 100-fache bzw. 2 Lokstufen reduziert wird innerhalb dieser 20 Minuten. Und im anderen System, die turbulenzarme Verdrängungsströmung, wird die Gleichförmigkeit der Geschwindigkeit herangezogen. Diese liegt bei gleich oder 80%. Sie muss halt auch drüber liegen, weil sonst haben wir kein turbulenzarmes System mehr. Dabei waren die Fragestellungen erstens die Beeinflussung der THV-Schutzwirkung durch die OP-Leuchten und zweitens der Vergleich von der Schutzwirkung im turbulenten Außenbereich zu turbulenten Systemen. Wir haben in Gießen einen 1:1 Forschungs-OP. Das bedeutet, dass die Grundfläche von 6,6 mal 7,3 Metern wie in einem ganz normalen OP auch vorherrscht, an Mindestanforderungen oder Mindestgröße ist. Wir haben einen integrierten Schutzbereich von 10,2 Quadratmetern. Und das Schöne bei uns an dem Forschungs-OP ist, dass wir die Volumenströme
variieren können zwischen 3500 Kubikmeter bis 11500 Kubikmeter und dadurch die Strömungsbedingungen simulieren. In manchen Messungen stand ein OP-Tisch in der Mitte und dieser hatte eine Plattenhöhe von 90 Zentimetern. Hauptsächlich, oder worum es überhaupt geht, waren die OP-Leuchten. Wir haben zwei verschiedene Arten bzw. zwei verschiedene Formen. Hier sehen Sie eine Halbkugelleuchte, die halt auch wirklich wie eine Halbkugel aussah. Sie hatte einen maximalen Durchmesser von 800 mm. Und die zweite Leuchte haben wir als Spaltenleuchte definiert, da die Luft halt zwischen den Leuchtelementen durchdringen kann. Und dort waren die Abmaße 700 x 800 mm. Um die Gleichförmigkeit der Geschwindigkeit aufnehmen zu können, wurden Behaglichkeitssonden in dem OP-Raum positioniert. Dazu wurde ein Messraster aufgestellt über den kompletten OP-Raum in den 21 Spalten und 22 Zeilen. Wir sehen in der Mitte den Schutzbereich. Dort hängt der Laminarisator drüber und lässt die Luft von oben nach unten strömen und verteilt sich dann im Außenbereich gleichmäßig turbulent. Wir haben Behaglichkeitssonden verwendet, die sehen Sie auf der rechten Seite, die Geschwindigkeit aufgenommen haben. Die haben einen Messzeitraum von 3 Minuten, also an jedem Messpunkt, der da auch wirklich als Punkt dargestellt ist, wurde 3 Minuten gemessen. Und wir haben die Messung durchgeführt bei 10.500 Kubikmetern und auf einer Messhöhe von 1,20 Meter. Das haben wir für den ganzen OP-Raum durchgeführt. Und jetzt sehen Sie auf der rechten Seite nur den Aufbau für den THV-Schutzbereich mit den OP-Leuchten und dem OP-Tisch in der Mitte. Dabei hingen die Leuchten, links die Halbkugelleuchte dargestellt, auf 2,05 Meter, genauso wie rechts die Spaltenleuchte auch auf 2,05 Meter eingestellt war. Sie haben einmal Positionierung nach unten gehabt, also gerade Ausrichtung, was halt nie passieren wird im OP, außer der Operateur möchte sich gerne selber anleuchten und möchte halt nichts von der Wunde sehen. Und in dem anderen Fall wurde es halt nach Norm in 30 Grad Richtung OP-Tisch geneigt aufgestellt. Wir haben die Gleichförmigkeit der Geschwindigkeit in einem Bereich von 1,55 Meter und 1,75 Meter aufgenommen. Das ist halt genau der Inhalationsbereich der Operateure bzw. generell das stehende OP-Team im THV-Schutzbereich. Als nächstes kommt der Aufbau der Erholzeiten für die unter den OP-Leuchten. Die Leuchten sind genau gleich wie aufgehangen wie bei den bei der Gleichförmigkeit der Geschwindigkeit, auch auf 2,05 Meter. Und dort haben wir halt Einstellungen gehabt oder Neigungswinkel von 0, 15 und 30 Grad, jeweils immer zum OP-Tisch geneigt. Um die Erholzeit messen zu können, müssen wir die Partikelreduktion messen. Das bedeutet, dass wir durch den Aerosolgenerator unterhalb der OP-Leuchte die Partikel eingetragen haben für einen Zeitraum von 5 Minuten. Danach wurde der Aerosolgenerator ausgeschaltet und wir haben über die Verdünnungsstufe und dem optischen Partikelzähler auf 1,75 Meter und auf 1,55 Meter die Partikelreduktion aufgenommen. Das haben wir einmal für die Halbkugelleuchte gemacht und denselben Aufbau dann auch nochmal für die Spaltenleuchte. Das fand alles unterhalb des THV-Schutzbereiches statt. Und im Außenbereich haben wir 4 Messpunkte uns gesetzt, um zu schauen, wie sich die Erholzeiten im Außenbereich verteilen. Dabei haben wir die Partikelkonzentration bzw. die Partikel im Schutzbereich reingegeben. Auch wieder für 5 Minuten haben den Aerosolgenerator ausgeschaltet und haben dann geguckt, wie sich im Außenbereich die Partikel reduzieren. Dann komme ich auch nun schon zu den Ergebnissen. Hier sehen Sie die Gleichförmigkeit der Geschwindigkeit im kompletten OP-Raum, ohne irgendwelche Beeinflussung von den OP-Leuchten oder dem OP-Tisch, also sozusagen ein leerer OP. Wir sehen hier den schönen Unterschied zum THV-Schutzbereich und dem Außenbereich. Hier wurde der Schutzbereich nochmal rausgezogen und wir hatten eine Gleichförmigkeit der Geschwindigkeit von 96% bei uns in dem Forschungs-OP. Mit einer minimalen Abweichung von 1,7%. Und der Außenbereich
wird als turbulent dargestellt mit 52% und Abweichungen bzw. einer Streuung von 17,6%. Als wir die OP-Leuchten bzw. auch den OP-Tisch dann in den Schutzbereich reingestellt haben, verringerte sich die Gleichförmigkeit der Geschwindigkeit auf 81%. Das bedeutet, dass im Mittel mit dem OP-Leuchten der Schutzbereich zwar noch turbulenzarm zählt, allerdings schaut man sich die Streuung an mit 17,7%, beziehungsweise auch generell unter den Leuchten haben wir Geschwindigkeit, also eine Gleichförmigkeit der Geschwindigkeit von 41% und sind dann halt nicht mehr turbulenzarm, sondern die Leuchten haben eine Beeinflussung für die turbulente Belüftung. Da wir die Gleichförmigkeit der Geschwindigkeit in dem Sinne nicht mehr erreicht haben unter den Leuchten, wurden deshalb die Erholzeiten gemessen. Das haben wir erst für die Halbkugelleuchte durchgeführt und in waagerechter Ausrichtung kamen wir da auf 1,7 Minuten anstatt den 10 Sekunden, die wir ohne Beeinflussung haben. Und das reduzierte sich auf 1,3 Minuten bei 15 und 30 Grad Ausrichtung. Bei der Spaltenleuchte gab es signifikant geringere Erholzeiten, da lagen wir bei 1,1 bis 1,2 Minuten. Im turbulenten Außenbereich haben wir an 4 Messpunkten gemessen. Allerdings hat sich statistisch herausgestellt, dass es keinen Unterschied macht, wo wir im Außenbereich messen. Und dort haben wir uns einen Messpunkt rausgesucht. Das wird durch das rote X dargestellt auf der rechten Seite. Im normalen turbulenten OPs haben wir Volumenströme von 1500 bis 3500 Kubikmeter die Stunde. Da sind wir so bei 17 bis 20 Minuten von der Erholzeit. Selbst und im Bereich von 10.500 Kubikmeter sind wir dann in einem turbulenzarmen System. Dort erreichen wir eine Erholzeit nach 3,7 Minuten im Außenbereich. Das bedeutet, dass wir im Außenbereich eines turbulenzarmen Systems immer noch eine fünffach höhere Wirkung haben als turbulente Systeme. Zur Zusammenfassung, also in turbulenten Systemen haben wir Erholzeiten von 20 Minuten. Das, wie gesagt, wir haben eine Reduktion innerhalb der 20 Minuten um das Hundertfache, um 2 Logstufen. Im THV-System, also im Schutzbereich, haben wir eine Verdrängung innerhalb von 10 Sekunden. Die bleibt auch so, egal welche Konzentration bevorsteht. Und unter den OP-Leuchten, egal, also kommt drauf an, wie sie halt aufgehangen sind und wie sie sich ausgerichtet haben, sind wir bei maximal 1,7 Minuten. Wir haben gerade von Herrn Seib schon gehört, dass wir Konzentrationen vorliegen haben von einmal 10 hoch 11 Partikel pro Kubikmeter. Also wir sind bei 100 Milliarden Partikel pro Kubikmeter von einer Belastung, die einmal mal auftritt. Und wir müssen diese halt um 6 Logstufen reduzieren, also um das 1-Millionstfache. Und dann kommen wir bei den turbulenten Systemen auf 60 Minuten, bei einmal die Konzentration rausgegeben worden ist. In dem THV-Schutzbereich bleiben wir weiterhin bei 10 Sekunden, weil die Verdrängungsströmung konzentrationsunabhängig ist. Und lokal unterhalb den OP-Leuchten sind wir bei 3 bis 5 Minuten. Und selbst im Außenbereich eines THV-Schutzbereiches liegen wir bei 11 Minuten von 10.500 Kubikmetern. Das bedeutet, dass wir selbst im Außenbereich immer noch eine sechsmal wirksamere einen Schutz haben von dem Partikelkeim oder alles, was vorherrscht im Vergleich zu turbulenten Systemen. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen rüberbringen und freue mich auf Fragen. Auf Ihre Fragen. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Ziegler, für die spannenden Ausführungen. Gibt es Fragen aus dem Auditorium hier vor Ort? Alle ganz begeistert von dem, was geboten wurde. Wunderbar. Frau Kunert, haben wir was aus dem Online-Chat? Alles klar.
Gut, dann habe ich vielleicht trotzdem noch eine Frage. Vielleicht die mag vielleicht etwas gemeinsam oder etwas ketzerisch, deswegen dehne ich sie vielleicht auch so in die Runde aus, weil wir haben ja viel über Partikel gehört, viel über Gefahrstoffe gehört, viel über biologische Gefährdungen, infektiologische Fragestellungen und eben Gefahrstofffragestellungen. Haben Sie vielleicht eine Vorstellung davon oder eine Ansicht, was das größere Problem ist auf gut Deutsch? Sind es die infektiologischen, die biologischen Gefährdungen oder sind es wirklich die Gefahrstoffeinwirkungen im Sinne von PAK, im Sinne von Benzol und all den anderen krebserzeugenden Stoffen da drin? Ist mir jetzt gerade während Ihres Vortrages aufgefallen, aber wir sind ja hier eine offene Runde, von daher sitzen ja hier die Kolleginnen und Kollegen auch im Hintergrund. Vielleicht möchten die das beantworten. Das wäre vielleicht ganz wichtig für die Einordnung hier auch im Raum. Herr Professor Seib, vielleicht haben Sie da eine Meinung zu. Ich habe ja eben schon gesagt, also das Maximale, was Sie im OP haben können, liegt eigentlich bei, was nachgewiesen ist von White et al., lag bei 450 Bakterien pro Kubikmeter. Und das war in den 70er Jahren. Ja. Also heute, wenn Sie neuere Arbeiten, haben wir uns gerade angeschaut, die liegen so bei 50 Bakterien pro Kubikmeter. Und wenn man sich auf der anderen Seite anschaut, wo wir bei chirurgischem Rauch liegen, als Gefahrenpotenzial mit allem, was hinten dran hängt, da sind wir bei Partikeln, die mit krebserregenden Stoffen richtig stark beladen sind, Faktor 100 höher als die Gasphase, im Bereich von 10 hoch 13, also 10 hoch 9 ist eine Milliarde, ja, also ist eine Billiarde, ist 10 hoch 12, Thomas, ne? Das sind 10 Billiarden, das kann sich gar keiner mehr vorstellen. Also was ich damit sagen will, ist netto die Bakterien, das ist so egal. Ja, also die Konzentration, auch Narkosegase, alles, was wir gesehen haben, was Frau Nisseria angesprochen hat, das ist relativ wenig im Verhältnis zu dem, was die Operateur, der Patient ist einmal da, gut, der hat ein Risiko, das liegt bei einer aseptischen OP bei 1-2%, ja, das ist so, aber die Operateure stehen, das OP-Team steht jeden Tag da und ist dem ausgesetzt, das muss man einfach sehen. Vielleicht auch noch ja, ergänzend dazu, man muss ja auch sagen, dass es vielleicht so ein bisschen so ein Awareness-Problem ist. Ja, also wenn ich einen Patienten operiere und er hat einen Wundinfekt, dann sehe ich das nach spätestens 1-2 Wochen. Wenn ich im OP stehe und Partikel inhaliere, dann sehe ich das nicht am Morgen danach, sondern das sind dann vielleicht auch Krankheiten, die sich Jahre oder Jahrzehnte danach entwickeln. Deswegen fällt es uns dann vielleicht auch schwieriger, da den Fokus richtig zu legen, nur so als ja, Erklärung vielleicht dazu. Herzlichen Dank. Jetzt sehe ich doch noch eine Frage, die wir gerne noch nehmen. Ich bin Betriebsärztin und berate Schwangere. Und jetzt gibt es ja die schwangeren Chirurgen, operieren in der Schwangerschaft. Ich habe das eigentlich bisher unterstützt und habe mich bemüht, das auch bei der Gewerbeaufsicht eine Genehmigung zu bekommen, Ausnahmegenehmigung. Nach dem Vortrag muss ich ganz ehrlich sagen, nehme ich da, glaube ich, etwas Abstand von. Können Sie da was zu sagen? Wir haben diese Gruppe aus Wiesbaden im Fokus und hatten auch schon überlegt, da mal anzurufen und da darauf hinzuweisen, weil ultrafeine Partikel, die so beladen sind, gehen durch alle Schranken des Körpers durch. Ja, auch durch die Plazenta-Schranke, auch durch die Sertoli-Zellen-Schranke, wie heißt die Hirnschranke? Blut-Hirn-Schranke, das ist ein anderes, aber also von daher, das ist eigentlich das große Problem, wie Frau Nisseri schon gesagt hat, die wandern einfach durch. Ja, und was da an Gefährdungspotenzial sich rausentwickelt, ist schwer zu kalkulieren. Die ganze Chemie, unsere ganze Denke ist ja monokausal. Wir nehmen einen Stoff, wir gucken Formaldehyd an, sagen, wie hoch ist denn Formaldehyd? Ja, ist nicht so hoch, überschreitet keine Grenze. Aber wir haben ja eine gigantische Breite Pyrolysestoffe, wir haben Formaldehyd, wir haben die PAKs, wir haben alles Mögliche da drin an Reizstoffen und wir wissen, es gibt gar keinen Bewertungsmechanismus dafür. Und deshalb denke ich, ist nur das Vermeiden ist das Einzige, was da hilft. Ja, also die Diskussion zu führen, wie wir das bewerten, das führt uns in das Nicht-Erkennbare mehr, denke ich. Mhm. In Anbetracht der Zeit und der Vortragszeit von Herrn Professor Steffens würde ich sagen, wir beenden die Diskussion an der Stelle. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Ziegler, nochmal für den spannenden Vortrag. Und man sieht ja wirklich, dass man mit einfachen technischen Maßnahmen auch wirklich was erreichen kann. Herzlichen Dank für die Einblicke und genau. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren.
Ich freue mich auch, dass ich Ihnen die Dinge, die ich so im Fokus habe, präsentieren kann. Ich bringe ein bisschen Abwechslung rein ins Thema. Ich rede nicht über chirurgischen Rauch, sondern ich rede über die sekundären Wirkungen der Schutzmaßnahmen in Zusammenhang mit der Absaugung zum Beispiel, was der Kollege Seib gerade genannt hatte, und erzähle was zum Thema Lärm. Ich bin ebenfalls von der Technischen Hochschule Mittelhessen, bin da auch seit 2004 Professor für Sicherheitstechnik und Luftreinhaltung Managementsysteme. Wir bilden dort im Studiengang Umwelthygiene und Sicherheitsingenieurwesen auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit aus, sind da auch zugelassen beim Land Hessen und einer der wenigen, die das bundesweit eben auch machen dürfen, als außerhalb der Berufsgenossenschaften. Ja, meine Gebiete, mit denen ich mich intensiver beschäftige, ist Schall und Rauch, hätte ich jetzt fast gesagt. Also alles, was mit Akustik zu tun hat und eben auch mit Gefahrstoffen, beziehungsweise ist spezialisiert auch auf Stäube. Deswegen hat es auch die Zusammenarbeit dann irgendwann gegeben, wo wir uns dann hier zusammengefunden haben. Ja, ich erzähle Ihnen heute was zum Thema Schall im Operationsraum. Wir haben uns angeguckt oder haben gemessen, wie laut es in Räumen ist, um es vorwegzunehmen. In den Operationsräumen ist es grundsätzlich viel zu laut. Ich werde gleich noch aufzeigen, Grenzwerte und so weiter, werden Sie noch sehen. Wir haben uns dann natürlich auch überlegt, wie kriegt man den Schall gemindert. Ich werde Ihnen an einem Beispiel zeigen, an einem Beispiel OP versuchen darzustellen, welche Lösungen da möglich sind. Es gibt da grundsätzliche Vorgehensweise, dass man eben versucht, über die Absorptionsflächen Schall zu verschlucken. Ja, da haben wir Untersuchungen gemacht, die stelle ich Ihnen vor. Und ich werde Ihnen aber auch zeigen, dass das nicht ausreicht, sondern dass wir an die Geräte ran müssen. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier einen richtigen... Ja, genau. Also Schall, denke ich, da sind wir uns alle einig, ist nicht gesundheitsförderlich, auf Dauer schädlich. Die WHO, auch die DGUV später, hat dann auch dazu schon Schriftliches formuliert. Das heißt, die Auswirkungen von Lärmbelastungen gehen auf die Gesundheit auf Dauer. Aber die mindern auch die Qualität der Leistung, weil der Schall natürlich auch auf die im OP-Raum Tätigen wirkt und dann unter Umständen nervt, die Konzentration schwächt. Ja, das lässt dann der Zeitdruck entsprechend das Ganze noch unterstützt. Wesentlicher Punkt ist eben aber auch die Kommunikation. Das heißt, wenn ich im OP-Raum aktiv bin, arbeiten da ja mehrere Menschen, die müssen sich austauschen, da müssen Dinge gemacht werden, getan werden. Wenn diese Information, die dazu notwendig ist, dass dieser Vorgang dann stattfindet, falsch ist, können Fehler passieren. Ja, und die Kommunikation ist ein entscheidender Punkt. Wenn die Geräusche im OP-Raum so hoch sind, dass ich mich eben nicht verständlich machen kann, dann kommen die Informationen nicht an oder falsch an. Oder aber ich muss lauter reden. Das heißt, in der Akustik gibt es so die geflügelte Rahmenbedingungen. Man sagt, 10 bis 15 Dezibel Unterschied müssen zwischen der Hintergrundbelastung und der Sprache sein, damit ich mich überhaupt noch verständlich mache. Das heißt, wenn es relativ laut ist im OP-Raum, muss ich was machen, um mich zu verständigen. Ich muss rumschreien. Ja? Und wenn Sie 8 Stunden am Tag laut oder schreiend sich betätigen, sind Sie auch irgendwann mal genervt und machen auch Fehler. Also es gibt verschiedene Gründe, also sich dem zu widmen und den Schall einfach zu reduzieren. Sie sehen hier eine Übersicht von möglichen, also von Richtwerten, Auslösewerten und so weiter, rechtlichen Regelungen. Entscheidend für die Operationsräume ist die Arbeitsstättenverordnung oder die Arbeitsstättenregel A3.7 Lärm. Da sind speziell für die Tätigkeitskategorie 1 die OP-Räume und Operationen explizit erwähnt. Und dort wird festgelegt, dass es einen Beurteilungspegel von 55 Dezibel gibt für solche Tätigkeiten. Das heißt, in einem OP-Raum dürfen nicht mehr als 55 dBA am Tag über 8 Stunden betrachtet erreicht werden. Und zusätzlich gibt es noch den Hinweis auf einzelne Tätigkeiten. Das ist eher so als nicht als Grenzwert, sondern eher als Richtwert zu sehen, dass einzelne Tätigkeiten in einem OP-Raum singulär betrachtet nicht mehr als 46 Dezibel überschreiten sollten. Ja, das ist so der Rahmen. Da gibt es noch andere, die lasse ich jetzt hier aus Zeitgründen einfach weg. Wir haben vor einiger Zeit Messungen gemacht. Wir haben 71 unterschiedliche Eingriffe betrachtet in 2 Krankenhäusern und 22 OP-Räumen. Und Sie sehen hier nur die Zusammenfassung. Wie vorhin schon gesagt, die Schallbelastung, der Beurteilungspegel gemäß ASR 3.7 ist in allen Operationen überschritten gewesen. Also streng genommen ist der Grenzwert, hätten die eigentlich gar nicht arbeiten dürfen. Bei den gleichen Operationen haben wir beobachtet, dass die Schallpegel etwa um den Faktor 2 variierten. Ja, das werde ich gleich auch noch zeigen in einer eigenen Tabelle.
Bei 86% der OP-Räume war die Hintergrundbelastung, also die Situation, ohne dass irgendwas gemacht wurde, zum Beispiel nur durch die Lüftung oder durch das Brummen von irgendwelchen Geräten, die da standen, schon über dem tätigkeitsbezogenen Wert von der Arbeitsstättenregel. Diese Hintergrundbelastung, die ich da gerade angesprochen habe, variierten auch nochmal um 8,7 Dezibel. Das heißt, nur durch Lüftungsanlagen gibt es schon Unterschiede. Eigentlich sollte man annehmen, die sind relativ gleich, ja, weil selbst wenn ich die gleiche Lüftungssystem hätte, dann sollten auch die gleichen Schallpegel als Hintergrundbelastung in Operationsräumen sein. Das ist nicht so. Und 8,7 oder 9 Dezibel ist schon eine ordentliche Steigerung. Wenn ich es richtig gerechnet habe, Faktor 12 ist das. Ja, das ist also viel zu laut. Wir konnten keinen Einfluss feststellen, ob es einen Unterschied der Schallbelastung durch THV oder TVS-Decken gab oder Belüftungssystem gab. Das kann man also nicht sagen, ob der eine oder das andere System leiser oder lauter ist. Wir haben auch untersucht, Schallabstrahlung von medizinischen Geräten, da zeige ich gleich noch die Folie, die variierten bis zu 7,5 Dezibel für das gleiche Gerät. Also ne, das ist, da sind die Hersteller eigentlich gefordert, was zu machen, werde ich noch verdeutlichen. Naja gut, und dann haben wir noch einen Einzelfall untersucht, gehe ich jetzt nicht drauf ein, wo wir halt vermuten, dass da gab es eine Norm zu, die aus unserer Sicht da auch nicht eingehalten wurde. Ja, die Arbeitsstättenregel sagt was zur Raumgestaltung. Die sagt also, der Raum sollte so gestaltet sein, dass er absorbiert. Wir sehen jetzt hier ein Bild aus einer ZSVA, die ist von den Oberflächengestaltungen her ähnlich wie ein OP, nämlich alles schallhart, auch die Monitore, dass das Bunte oben in der Ecke ist, zählt dazu. Ist also nicht förderlich. Die Arbeitsstättenregel sagt, Schallabsorptionsgrade von größer 0,3 sind eigentlich notwendig, um einen Schall entsprechend vernünftig zu absorbieren. Und was ja auch noch schön formuliert ist, dass bereits bei der Planung berücksichtigt werden muss, wie laut wird es eigentlich in einem Raum. Und das ist eigentlich ein Appell an alle Fachkräfte für Arbeitssicherheit aus meiner Sicht. Denn bereits bei der Planung mit einzusteigen macht Sinn, weil da kann man direkt sagen, wenn wir die Geräte da einbringen und den Hintergrundpegel haben, werden wir zu laut sein und den Grenzwert nicht einhalten. Ja, und das bedeutet ja für die Planung, ich muss was anderes machen. Ja, das geht ja so nicht. Die Arbeitsstättenregel ist das eine Regelwerk, dann gibt es noch die DIN 18041, da geht es um die Verständlichkeit. Also ich hatte ja vorhin erwähnt, Kommunikation spielt eine wichtige Rolle, Informationsübermittlung, und die 18041 regelt, wie oder ab wann ist überhaupt noch was verständlich, und dafür gibt es den Parameter der Nachhaltzeit. Die Nachhaltzeit haben wir uns angeguckt, haben wir bestimmt für Operationsräume hier rechts oben in der Tabelle, ist das erkennbar, und wir errechnen einen Wert von 1,07 Sekunden. Je größer dieser Wert ist, umso schlechter ist die Akustik im Raum. Ja, dann gucken wir mal in die 18041, da steht drin, für Unterricht und Kommunikation, Räume bis 1000 Kubikmeter, gibt's eine schöne Formel, das ist unten rechts die. Wenn man da die Höhen, nee, das Volumen einsetzt aus den oben genannten Operationsräumen, rechnet sich ein Sollwert von 0,68. Also deutlich unterhalb von dem, was Realität ist, und damit ist klar, der Raum ist, die Operationsräume sind akustisch unterirdisch, ja, um es mal so zu sagen. Jetzt kann man spitzfindigerweise sagen, ja, wir haben ja keinen OP-Raum, wir haben ja einen OP-Raum und keinen Unterrichtsraum, ja, wo Kommunikation eine Rolle spielt. Dazu kann man sagen, gegen argumentieren, ja, aber es geht trotzdem um die Kommunikation, und wir haben ja auch Operationsräume in Unikliniken, ja, wo auch operiert wird. Das ist im Prinzip auch ein Unterrichtsraum, kann man auch so sehen. Ja, also nicht so sauber definiert. Wir können aber in der Norm weiterblättern, das geht nämlich in der Nummer 443, werden explizit Operationsräume genannt und erwähnt. Und um deren Eignung dann zu bestimmen, gibt es dann auch eine schöne Formel, wie da unten links in dem grauen Feld zu sehen ist. Und da steht auf der linken Seite der Quotient A durch V. A steht für die äquivalente Absorptionsfläche und V für das Raumvolumen. Und rechts steht eine Formel, empirisch ermittelt, wo die Höhe der Räume eine Rolle spielt. Das heißt, auch die linke Seite der Gleichung sollte also einen größeren Wert ergeben wie die rechte Seite. Dann ist der Raum geeignet. Ich werde Ihnen jetzt an einem Beispiel zeigen, wie das aussieht, wenn man da dran geht. Wir haben aus dem Grund nämlich dann auch uns überlegt, welche Absorptionsflächen, ich muss ja die Absorptionsfläche bestimmen, gibt es denn im OP-Raum? Und wenn Sie sich das Bild angucken, werden Sie feststellen, es gibt relativ wenig. Meistens sind das die farbigen Elemente in diesem Raum, nämlich die Abdecktücher und die Personen, die da arbeiten mit ihrer Kleidung. Ja, alles andere ist schallhart. Aus hygienischen Gründen geht das bisher zumindest nicht anders. So, dann kann man das berechnen, will ich Ihnen ersparen. Was wir gemacht haben, wir haben im schallharten Raum nach der entsprechenden Norm ist der gestaltet und ausgestattet. Zunächst mal die Wirkung einer THV-Decke betrachtet. Die THV-Decke besteht aus einem Gehäuse, dem Laminarisator und dem HEPA-Filter.
Ja, das ist also die Grundlagen, die Material, was wir eingesetzt haben. Und wir haben uns überlegt, in der Akustik ist es üblich, Schall zu absorbieren durch sogenannte Helmholtz-Resonatoren. Die kennen Sie vielleicht. Hier sind jetzt keine an der Decke angebracht. Das sind perforierte Gipsplatten, ja, wo dahinter eine Mineralwollefaserlage liegt, die den Schall aufnimmt und absorbiert. Im Prinzip ähnlich wie eine THV-Decke. Der Laminarisator wäre die Gipsdecke, ersetzt die Gipsdecke und der HEPA-Filter absorbiert den Schall, also ersetzt die Mineralwolle. Und in der Akustik ist halt bekannt, dass man das variieren kann, die Abstände bis zwischen beiden Elementen und dadurch eine entsprechend größere oder kleinere Wirkung erzielt. Das haben wir hier gemacht. Und Sie sehen hier die Abstände, innerhalb von 40 Zentimetern haben wir die ein bisschen variiert. Auf der nächsten Folie kann man sehen, dass das Szenario HEPA-U, das ist die grüne Linie, dass die bei frequenzabhängig eher im oberen Bereich liegt, also einen besseren Absorptionsgrad erzielt als die anderen Konstellationen. Und das bedeutet, der Abstand, zumindest so wie wir es untersucht haben, zwischen Laminarisator und Oberkante HEPA-Filter, wenn der 3 Zentimeter beträgt, haben wir einen Absorptionsgrad von 0,73, was sehr hoch ist. Wenn wir das anders gestalten, das heißt, der Abstand zwischen Laminarisator und HEPA-Filter ist 40 Zentimeter, also deutlich größerer Abstand, haben wir zwar immer noch einen guten Absorptionsgrad von 0,56, aber deutlich geringer. Ja, also das heißt, man kann hier durchaus spielen mit der Konstruktion von so einer THV-Decke, um eine größere Schallabsorptionswirkung zu erzielen. Da muss man nur dran denken, wenn man die bestellt und einbaut. Wir haben uns dann die HEPA-Filter auch nochmal angeguckt, die haben Griffschutz. Wir haben überlegt, die sind aus Stahl, die absorbieren nicht, die reflektieren, wenn wir die entfernen, hat welchen Effekt hat das? Das ist, macht keinen Unterschied oder kaum einen Unterschied, deswegen ist das keine große, brauche ich da nicht weiter drauf eingehen. Weitere Absorptionsflächen, sah man vorhin an dem Bild, haben wir dann auch untersucht. Wir haben hier unseren Forschungs-OP, den Sie ja vorhin schon mal kennengelernt haben, genutzt und haben dann auf der OP-Liege ein Abdecktuch drüber gelegt. Wir haben auch einen Sichtschutztuch genommen, ja, und mit einem Dummy dann sozusagen den Operator, die Operateurin simuliert. Wir haben gesagt, wir gehen von einer Knieoperation aus. Der Pegel bei einer Knieoperation, so wie wir sie gemessen haben in einer Untersuchung, liegt bei ungefähr 72,3 Dezibel. Wir hatten auch den Frequenzgang. Ja, deswegen konnten wir also auch mit ruhigem Gewissen einen herkömmlichen Akkuschrauber nehmen, den wir eingesetzt haben. Ja, das Geräusch, der Geräuschpegel und der Frequenzspektrum war vergleichbar. Und ja, wir haben dann am Ohr, wie man vielleicht sehen kann auf dem Bild, sehen Sie das Mikrofon, das Stativ, direkt am Ohr des Operateurs gemessen, um halt eben möglichst die Schallbelastung real abzudecken und auch gemäß Norm eben auch das Ganze zu machen, weil das ja so vorgesehen ist dort. Ja, wir haben dann Textilien auch variiert. Wir haben da ein Projekt, wo wir uns mit Textilien beschäftigen, wo wir unterschiedliche Materialien ausprobieren. Wir haben das klassische grüne OP-Tuch genommen, dann haben wir von der Uniklinik Bochum ein Tuch zur Verfügung gestellt bekommen und wir arbeiten mit dem STFI, Sächsisches Textilforschungsinstitut, zusammen in einem Projekt. Die haben uns auch Materialien zur Verfügung gestellt und wir haben einfach mal geguckt, wie wirken die sich entsprechend aus. Jetzt kann man bei Messungen immer kritisieren, ja, das ist ja, was sie da gemessen haben, die Hintergrundbelastung war ja zu hoch und hat das beeinflusst. Mit den Zahlen hier kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, nein, das war nicht so. Die ganzen Fremdgeräusche waren 20 bis 30 Dezibel weg, das ist nicht merkbar. Wir haben auch uns angeguckt, OP-Leuchten, was Frau Ziegler gerade ja auch erläutert hat, haben die Einfluss, weil die OP-Leuchten, Sie können es auf dem Bild sehen, die hängen ja direkt im Prinzip direkt am Ohr in der Nähe. Und je nachdem, wie die eingestellt sind, haben wir vermutet, reflektieren die den Schall, der vom Akkuschrauber ausgeht, stärker oder weniger stark. Unsere Untersuchungen zeigen, ja, da gibt es Unterschiede, aber das ist wirklich vernachlässigbar. Wir haben dann also die Gradzahlen eingewechselt. Also wir haben den Worst Case 71,8 Dezibel haben wir genommen, also 30 Grad Winkeleinstellung. Wie waren die Ergebnisse? Einfluss durch das Abdecktuch auf dem OP-Tisch, haben wir einen oder haben wir nicht? Ja, wir haben einen. Wir haben ohne OP-Tuch grün, jetzt hier als Beispiel nur dargestellt, gemessen, 72,2. Und wenn wir das Tuch draufgelegt haben, haben wir einen Pegel von 71,5 gehabt. Das ist ein Unterschied von 1,2 Dezibel, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, es geht in die richtige Richtung. Wir haben dann überlegt, legen wir zwei Tücher drauf, weil dann mehr Stoff da ist und auch ein bisschen weicher. Ob das dazu führt, dass der Schall noch weiter reduziert wird, können wir nicht sagen. Die 0,1 ist, denke ich, nicht signifikant. Das macht also wenig Sinn. Aber grundsätzlich können wir sagen, es wird dadurch reduziert. Bei dem Sichtschutz haben wir uns angeguckt, ändert die Art des Stoffes irgendwas an der Absorption? Wir können aufgrund unserer Ergebnisse sagen, minimal, ja, das ist sehr geringfügig, ein bisschen vielleicht. So, wenn ich jetzt mit diesen Werten
Ich will ja in Richtung Absorptionsfläche für einen OP-Raum, wenn ich damit arbeite, muss ich mit der Schallpegelreduzierung, die ich jetzt hier, die wir gemessen haben, das muss ich umrechnen in die in den Absorptionsgrad klein a, ja, und dann kriegen wir für die Patientenabdeckung einen Wert von 0,44 raus. Das ist etwas höher als das, was gefordert ist in der Arbeitsstättenregel, also passt in die, geht in die richtige Richtung und beim Sichtschutz entsprechend mit 0,65 auch. Wenn ich das jetzt in meinen beispielhaften OP-Raum einfüge, also die Werte, die ich jetzt gerade genannt habe und auch andere Werte und dann sage, wie sieht denn ein OP-Raum überhaupt aus, dann muss ich mir die Oberflächen angucken. Wir haben auf dem Bild, konnte man das vorhin sehen, 4 Personen, die da tätig waren. Wir haben eine Raumdecke, 4 Fenster, 4 Wände, einen Fußboden, eine Tür, abgedeckte fahrbare Instrumententische, fahrbares Regal, irgendwelche hier Infusionsbeutel, die da hängen, den Sichtschutz. Wir haben die Leuchten mit der Kardanik dran und wir haben eine THV-Decke. Ja, deshalb ordne ich diese Werte alle zu, den Absorptionsgrad, ermittle dann aus dem Bild, das ist natürlich jetzt nicht exakte Wissenschaft, die Flächen, die damit verknüpfe die miteinander, errechne die individuelle Absorptionsfläche, die Äquivalente und bilde dann den Summenwert. Dann kriege ich unten in der Tabelle unterm Strich 16,4 Quadratmeter Absorptionsfläche raus. Die Norm sagt, dass Personen in dem Raum nicht mitgerechnet werden. Das ist sehr betrüblich in der Situation, weil die nämlich sehr viel absorbieren. Ja, wenn Sie oben gucken, in der 1, 2, 3, 4. Spalte, 3,2 Quadratmeter im Verhältnis zu 16,2 ist schon ordentlich. Also schade, dass die rausgerechnet werden müssen. Dann bleiben nur noch 13,2 Quadratmeter übrig. Wenn ich jetzt hingehe in die 18.041, wo es um die Sprachverständlichkeit gehe und die Formel von eben bemühe, dann setze ich jetzt diese 13,2 Quadratmeter ein, teile die durch das Volumen des Raumes, Durchschnitt 136,6 und kriege dann einen Wert raus, auch wieder gemittelt über alle OPs von 0,1. Wenn ich den rechten Teil der Gleichung ausrechne und die Höhe einrechne in dem Raum von 3,15 im Mittel, dann kriege ich 5,46 raus. Das heißt, es ist keine Gleichung, es ist eine Ungleichung. Ja. Und dementsprechend kriege ich das nur gleich, wenn ich den Anteil der äquivalenten Absorptionsfläche erhöhe. Und das ist in dem Fall hier Faktor 56. Das errechnet sich daraus eine äquivalente Absorptionsfläche von 728 Quadratmeter. Das ist ziemlich illusorisch, das einzubringen. Ja? Und das zeigt, dass die Möglichkeit über Absorptionsflächen zur Schallreduzierung in OP-Räumen minimal ist. Ja, das macht wenig Sinn, also es macht vielleicht ein bisschen Sinn, aber es hilft nicht richtig wirklich. Ja, man kann sich ja über Gedanken machen, wie hier unten links aufgeführt, die Unterseiten von Tischen und Regalen, die sind ja ungenutzt, vielleicht hygienisch auch nicht so bedenklich wie die Oberflächen, dass man da dämmendes Material einbringt, um Reflexionen zu vermindern. Ja, vielleicht gibt es außerhalb der THV Möglichkeiten, da reduzierende Deckenbereiche entsprechend zu dämpfen. Oder sogenannte Baffeln, wie in anderen Bereichen, dass die eingebracht werden. Das sind irgendwelche geometrischen Körper, die nichts anderes machen, als Schall zu absorbieren. Das muss aber hygienisch alles natürlich passen. Ja, das ist immer vorausgesetzt. Wir haben dann auch natürlich, also der Fokus liegt einfach wie in dem roten Feld dargestellt, einfach auf die Geräte. Da muss man ansetzen. Wir haben dann auch bei den Leuchten dann direkt geguckt. Wir haben da einfach die Arbeitsposition, die Leuchten einfach mal aus dem THV-Feld rausgeschoben und haben dann nochmal gemessen und stellen fest, was wir nur durchs Entfernen der Leuchten einen Pegel von 2,5 reduzieren können. Das ist viel. Ja, das ist fast die Hälfte. Und das bedeutet, wenn man zum Beispiel bei den Leuchten drüber nachdenkt, dass man eigentlich gucken muss, kann man die vielleicht so konstruieren, dass die weniger Reflexionsfläche haben. Mit der modernen LED-Technologie kriegen wir eigentlich eine Leuchtdichte auf kleinster Fläche hin, also was die Emission der Lichtquelle angeht, sodass eigentlich Reflexionen dadurch deutlich reduziert werden können. Das geht natürlich in die Konstruktion der Leuchten rein. Ne? Das heißt, die Hersteller müssten sich da verändern in ihrer Konstruktion, was die Geräte angeht. Ja, in der Tabelle unten sehen Sie das Beispiel, das ich vorhin angesprochen habe. Gleiche Operation, Septum, Plastik, ja genau, HNO-Bereich. 5,5 Leute, also 0,5 heißt, die Person war nur die Hälfte der Zeit da, 5,5 Personen da, gleiche Geräte, aber unter Pegelunterschied von 2,7. Ja. Das kann an den Geräten liegen, möglicherweise aber auch am Verhalten der Leute, die da operieren, weil es macht einen Unterschied, ob ich ein Besteck aus der Höhe fallen lasse oder ob ich es hinlege, ja, akustisch gesehen. Das muss man halt dann
sehen. Die Tabelle oben zeigt einen Unterschied von knapp 15 Dezibel. Das ist die Hintergrundbelastung aus allen 71 Eingriffen, die wir beobachtet haben, wo halt die Hintergrundbelastung erhöht wird, um eben diese fast 15 Dezibel während des Eingriffs. Ja, und das sind nur die Mittelwerte. Also bei der Knieoperation war es deutlich höher. Sie sehen hier nochmal die Übersicht der Geräte, die wir uns auch angeguckt haben. Wie laut sind die eigentlich? Wir haben unterschiedliche Situationen betrachtet, Modellbetrieb oder Standby-Betrieb. Und Sie sehen hier im Modellbetrieb bei Wärmedecke 1, 2, 3 Unterschiede von 1,9 Dezibel. Und die 7,5, die ich im Standby-Betrieb vorhin schon erwähnt habe, waren bei den C-Bogen-Röntgengeräten zu beobachten. Ja, die sind zum Teil genormt. Also bei den Flüssigkeitsabsaugern haben wir es zum Beispiel, da gibt es explizit eine Norm zu, ich weiß gar nicht, ob es eine ISO ist, wo drin steht, wie laut die sein dürfen. Und es darf eigentlich nicht sein, dass die im Modellbetrieb eine Variation von 3,1 Dezibel haben. Die müssten eigentlich, jetzt nicht exakt gleich, aber nahezu gleich sein. Ja, ich habe dann exemplarisch nochmal ausgerechnet, wenn ich jetzt einen OP-Raum bestücke, also wenn ich jetzt Fachkraft für Arbeitssicherheit wäre und jetzt sagt mir jemand, jetzt bilden wir müssen den jetzt ausgestalten, den Raum, wie sieht denn das aus? Dann habe ich das, was wir gemessen haben, mal hier zusammengestellt, die Hintergrundbelastung, Lüftung, C-Bogen, Blutanalysegerät, Narkosegerät, Flüssigkeitsabsauger und habe dann nur die Standby-Betrachtung durchgeführt. Ja, und dann sehen Sie, wir liegen irgendwo bei 67 Dezibel. Wenn da jemand 8 Stunden am Tag arbeitet, ist das auf jeden Fall zu viel, also die Arbeitszeit, ne? Das geht nicht, weil eigentlich dürften es nur 55 Dezibel sein. Ja, also welche Lösungen gibt es aus meiner Sicht, aus Sicht der Anwender? Alles klar, bin gleich fertig, danke. Sollten nur notwendige Geräte eingesetzt werden, ja, und bereitgehalten werden, die bei der Beschaffung schon darauf achten, welche nehme ich und vielleicht dann auch genau nachfragen und nicht nur sich abspeisen lassen mit, der Pegel ist kleiner 70 Dezibel. Ja, gemäß Maschinenrichtlinie, Medizinprodukte-Richtlinien müssen die das nicht genauer angeben, aber ich würde darauf drängen. Geräte mit kleiner Geometrie haben weniger Reflexionsflächen, auch weniger schallabstrahlende Flächen, sind also auch geeigneter. Ja, Beispiel Leuchten, was ich vorhin genannt habe. Die Hersteller müssen aus meiner Sicht in die Konstruktion ihrer Geräte rein und die massiv verändern. Da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, ich habe hier ein paar aufgeführt, aber dass die Geräte sind, wie ich gezeigt habe, eigentlich die Ursache dafür, dass der Pegel so hoch ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, alle im OP-Raum sind grundsätzlich gefährdet. Ja, unsere Messungen zeigen, dass die Grenzwerte überschritten sind, dass das nicht zulässig ist. Wir könnten natürlich, dass der Grenzwert überschritten ist, gefährdet natürlich auch Patienten und Patientinnen. Der Raum kann umgestaltet werden. Der Effekt ist nicht so groß, der größere Effekt, und da sollte man eigentlich anfangen, wäre durch leisere Geräte, dass da der Pegel erheblich minimiert wird. Gefordert, das einzufordern, sind aus meiner Sicht nicht nur die Besteller, die Anwender, sondern auch die Überwachungsbehörden und auch die Überwachung durch die Unfallversicherungsträger, dass die das einfordern. Weil die Regelung, die Arbeitsstättenverordnung und die Arbeitsstättenregel gibt es seit 2018 so konkret und vorher gab es das auch schon. Die Lärmvibration-Arbeitsschutzverordnung ist hier nicht anwendbar. Ne? Nur nochmal zur Information am Rande. Gut, also ich habe versucht, mich zu beeilen. Ich glaube, ich bin aber ein paar Minuten drüber. Trotzdem vielen Dank und stehe für Fragen gerne zur Verfügung. Ja, Herr Professor Steffens, bin ich noch dran? Ja, ganz herzlichen Dank für die spannende Ausführung. Ich gehe mal auf die andere Seite, damit die Kamera Sie auch noch gut sehen kann. Herzlichen Dank, dass Sie unser Gefahrstoffgehirn mal mit etwas physikalisch-technischer Luft gelüftet haben hier. Wir haben noch 3 Minuten Zeit. Gibt es Fragen aus dem Raum? Ich hätte gerade schon eine Hand gesehen. Bitte sehr. Ja, schönen guten Tag, Fuchs mein Name. Also ich bin ja an so einer Universitätsklinik und da habe ich ganz viel Mitspracherecht bestimmt, was da kommt. Aber schön wäre es natürlich, wenn man da einbezogen werden würde von den Akteuren. Nichtsdestotrotz habe ich ein paar Fragen, und zwar, also Medizinproduktehersteller, ne, die geben ja immer ganz viel an, zum Beispiel auch wie laut die sind und welchen Frequenzbereich. Also haben Sie überhaupt welche gefunden, wo da Angaben gemacht worden sind und auch genauere bei Nachfragen? Da haben wir extreme Probleme, überhaupt irgendwas zu kriegen. Also es wäre schön, wenn die das vernünftig angeben würden. Beim Rasentrimmer habe ich es, ne? Und bei einem Gerät, welches ich in einem OP verwende, habe ich es nicht. Ne, das ist natürlich nicht so toll. Eine weitere Frage wäre, haben Sie frequenzabhängige Messungen gemacht? Ne? Weil gerade Dämmung ist ja, also Viertel Lambda kennen wir alle, brauchen wir, um da irgendwie ein bisschen was machen zu können. Deswegen ist das ja entscheidend, wo waren denn in welchem Bereich die größten Probleme? Natürlich vielleicht auch abhängig von der OP, wurden da Sachen erfasst und
Ja, ansonsten danke dafür. Also, fand den Vortrag toll. Ja, waren jetzt mehrere Sachen auf einmal. Ich hoffe, ich habe die jetzt alle noch in Erinnerung. Freut mich, dass der Vortrag Ihnen zugesagt hat. Wir haben die Frequenzen natürlich betrachtet, aber wir haben jetzt erstmal nur geguckt, welche Absorptionsmöglichkeiten gibt es grundsätzlich. Ja, und das, ja, ich weiß, ist mir schon klar. Ja, aber die Frequenzen liegen eigentlich auch in dem Bereich, wo man sagen kann, solche Akustikelemente, das passte schon zusammen. Ja, und der Punkt ist aber, was nützt es, wenn ich weiß, es gibt ein Material, was sehr stark absorbiert, aber ich kann es in den Raum gar nicht einbringen, weil der Hygieniker sofort sagt, das geht nicht. Und das, da sehe ich einfach den Konflikt. Also ich sehe eigentlich die Notwendigkeit zu gucken, wenn wir OP-Räume über Absorptionsflächen optimieren wollen, welche Möglichkeiten gibt es da? Das muss eigentlich der erste Schritt sein. Und dann müssen wir gucken, welche Materialien sind dann geeignet. Da bin ich bei Ihnen mit den Frequenzen, dass wir dann gezielt aussuchen müssen. Ja. Vielleicht noch was, Sie hatten am Anfang gesagt, Mitspracherecht haben Sie nicht. Also das finde ich sehr betrüblich. Ich bin nicht nur in Krankenhäusern unterwegs, sondern auch in der Industrie und anderen Wirtschaftsbereichen. In gut sortierten, organisierten Unternehmen ist das völlig normal. Ja, da gibt es eine Investitionsplanung am Jahresende und dann gibt es einen Prozess, da steht klar drin, der Mensch aus dem Umwelt muss mit ins Boot, der Mensch von der Sicherheit muss ins Boot und die werden dann mit einer Checkliste gehen, die das durch und sagen, so ist es oder so ist es nicht und dann gibt es Überlegungen, wie man das ändern kann. Ja, herzlichen Dank. In Anbetracht der Zeit, ich habe gesehen, es gibt noch eine Frage aus dem Plenum, besprechen wir. Wir müssen uns jetzt einmal verabschieden von den Kolleginnen und Kollegen, die online zugeschaltet sind, denn gleich geht hier die Kamera aus. Ich wünsche Ihnen zu Hause bzw. im Büro noch einen schönen Tag auf dem BGW-Forum. Danke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. So, jetzt können wir gerne hier nochmal die offenen Fragen diskutieren, wenn Sie noch Lust und Zeit haben und Sie vielleicht auch noch 2-3 Minuten Ihrer Zeit entbehren können. Bitte. Eine Frage. Ja, ja. Ich hatte noch eine Frage dazu, ob Sie bezüglich der Materialien, die verwendet werden zur Geräuschreduktion, vielleicht dann doch mit dem RKI sprechen wollen, was jetzt wirklich die Anforderungen betrifft. Denn sehr viele Leute zu einzubeziehen oder einzelne Krankenhaushygieniker einzubeziehen, macht aus meiner Erfahrung keinen Sinn. Also ich würde wirklich, wenn ich Ihnen das empfehlen kann, direkt an Krankenhaushygiene Päpste gehen, um das wirklich von oben zu regulieren, weil ansonsten verschleißen sie sich da sinnlos, ist meine Meinung. Ja, das ist uns klar, dass das eine zähe Angelegenheit ist, weil wir müssten ja dann auch, ist ein Medizinprodukt, wenn ich das richtig einschätze, also irgendwie müssen, da gibt es Anforderungen, ja. Und das dauert halt, ist schon klar. Also wir haben hier erstmal versucht, einen ersten Einblick zu kriegen, eine Orientierung und aus unserer Sicht geht es eigentlich nur über die Geräte um. Wenn Sie was verändern wollen, müssen Sie einen größten Batzen anfangen. Das geht nur über die Geräte. Genau. Guter Hinweis an der Stelle nochmal. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, begeben wir uns in den Bereich der Verabschiedung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen hier im Raum für Ihre Aufmerksamkeit. Natürlich ganz herzlichen Dank an die Referentinnen und Referenten hier vor Ort für die tollen Präsentationen, für die tolle Diskussion. Und selbstverständlich auch nochmal an unsere Damen aus der Gebärdendolmetschung, die hier auch unseren Gehörlosen zu Publikum das Teilnehmen ermöglicht haben. Herzlichen Dank nochmal an die Kolleginnen aus der Technik und an Frau Kungert aus der Online-Redaktion. In diesem Sinne eine schöne Mittagspause und bis bald.